Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Gothic. So, ich habe jetzt die Warane noch erledigt. Das geht langsam. Also mit zwei Schlägen sind die in der Regel weg. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir hier ein Stück weiter gehen, ob hier noch irgendwas ist. Und sonst, jawohl, Blutfliegen. Wie viele? So, drei. Na komm. Ja, jetzt komm. So. Nächste bitte. Na? Aber ich habe keine Ahnung, ich habe schon wieder solche FPS-Einbrüche. Ich frage mich, was hier los ist. So. Aber jetzt habe ich wieder kein Timer gestellt. Das ist doch... Das ist wieder was mit mir. So, was fehlt uns noch? Die erste Stufe haben wir gleich. Halt. Nein, das wollte ich ja nicht. Naja, dann tun wir das halt. Ist ja egal. So. Ja, jetzt sind wir am Lagerfeuer. Da haben wir jetzt alles weg. Ist auf der Insel noch was? Da hat es noch eine Beere. Oh, siehst du, wir könnten ja auch gleich noch mal was essen. Ach so, wir... Ja, jetzt haben wir ja eigentlich genügend Geld. Dann gehen wir jetzt noch mal ins Lager rein. Werden noch mal verkaufen und dann nehmen wir den anderen Typen mit ins Sumpflager. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das so machen.
man rum erzählt. Das gibt dann wenigstens gleich noch ein paar Punkte. Also nicht so heiß gegessen. Und dann haben wir gleich die erste Stufe. Man darf auch nicht alles glauben. Das ist doch klar, dass das Ärger gibt. Verlass dich auf jemanden. Immer alles selber leier. Aber war es wirklich. So. Wo saß der denn? Ich glaube, war da drüben. Könnte ich mit ihm auch handeln? Nee, ne? Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir einen Gefallen getan. Ich tue dir einen. Ich werde Diego erzählen, dass du ein zuverlässiger Mann bist. Schön. Freut mich. So, Fisk. Nein, ich will nicht auf die Bank. Zeig mir deine Ware. So, der hat noch ein bisschen was. Hat er auch Pfeile? Nein, leider nicht. Machen wir 250 erstmal. So, Waffen. Zeig mir deine Ware. Und dann hat er noch 34. Gucken wir mal, was wir da hier noch rauszoomen können. Sagen. Flügel können wir. Ups, das war ein bisschen viel. Jetzt ist wieder alles raus. Ist echt manchmal schwierig. Ja, egal, dann lassen wir das erstmal. So, Dexter. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ja, das ist schön. Aber keine Kohle. Hast du Pfeile? Ja, 15 und 4 Erz. Das ist ein bisschen mager. So. Muss ich da die Torwache erst bestechen? Ich glaube, ich musste da erst die Torwache bestechen und dann die Type abholen. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Jemanden, um du bist verlassen, ist es eben. Erstmal abwarten. Das wird uns so heiß gegessen. Hi. Beweg deinen Arsch! Rein oder raus, mir egal! Hauptsache, du stehst mir nicht vor der Nase rum! War doch klar, dass das ist ja gut! Lass mich vorbei! Du bleib mal auf deinem Posten! Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wo war das drin? Nein.
Hä? Nee, B war es nie. Verlass dich auf war doch klar, dass das Ärger gibt. Hey! Was soll das Rumgeschleiche? Nicht! Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, N. Alles klar. Aufnahme, Wasserträger, Hütte, Dammlok, Lagerschuppen, das können wir ja leider nicht mehr machen. Die neuen Seelen. Den hätte ich jetzt ja gerne dort rausgeholt. Wahrscheinlich auch erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Solange ich nichts damit zu tun habe. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wie kriege ich den jetzt da raus? Mit irgendjemandem musste ich reden. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ach ja. Na gut, dann gucken wir mal, dass wir hier drüben noch ein bisschen abgrasen, falls wir ihn dann doch irgendwie rauskriegen. Dass wir da hier gleich den sicheren Weg haben. Und das sind Goblins. Das könnten wir versuchen. So, mit Pfeil und Bogen auf der Brücke. So, dann werden wir jetzt mal erstmal wieder schnell was futtern. Das ist das Gute von der Akrobatik. Du kommst schnell weg. Dann holen wir uns jetzt die andere Pfeife noch und dann könnten wir gucken, dass wir uns an die Goblins noch mal ranwagen. Das natürlich klappt, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Aber eventuell haben wir mit Pfeil und Bogen jetzt die Chance, dass es klappt. Also hier. Das sind aber viele. Naja, ein Versuch ist es wert. Nein, das wird nichts. Das wird leider noch nichts. Das sind ein bisschen viel für unsere Verhältnisse momentan. So, dann gucken wir hier oben schnell wegen den Scavengern, die ich da noch gesehen habe. Bei der Flucht. Da hinten ist ein Schattenläufer. So, den Wolf, den können wir machen. Nein, zwei. So, aber Schattenläufer. Da ist so noch Mollrat. Na gut. Aber der Weg jetzt hier runter zum Lager müsste eigentlich ziemlich sicher sein. 4000 Punkte. Das ist schon ein ganzes Stück Arbeit. Gucken wir mal, diese Brücke, wo ging die denn hin? Oh oh. Aber es ist zumindest eine Stelle, wo wir jetzt mit Sicherheit noch nicht sein sollten. Das sieht mir aber arg nach Ooggebiet aus. Die Winde werden wir jetzt noch nicht betätigen. Wäre, glaube ich, ungesund für uns. So. Hier ist nichts. Na gut, dann gehen wir halt wieder. So schön mit dem Vollmond. So. Ja, wenn wir dann Einhand Stufe 2 haben,
Wird das auch wieder besser mit dem Kämpfen? Da können wir dann wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr machen. Ah, das ist hier der Strand. Das ist nur ein Stein, oder? Ja, nur Stein. Ja, gut. Da weiter unten war, glaube ich, nichts mehr, oder? Die hatten wir das letzte Mal, glaube ich, schon alle weggemacht. Schnell nochmal kontrollieren, aber mir ist zu. Jo. Na gut, dann würde ich sagen, ich gehe zum alten Lager nochmal zurück. Und werde dort dann schnell kontrollieren oder noch ein paar Gesprächsoptionen ausprobieren, wie wir ihn dort rauskriegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.